Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer Fortsetzung von der letzten Folge der Banner Saga. Ich hab's versucht. Ich wollte einen Schuss zwischen die Platten landen. Hast du noch nie einen Wüter gesehen, Junge? Welcher Idiot würde? Zerstöre zuerst ihre Rüstung. Wo sind die hergekommen? Wir haben sie nicht kommen sehen. Sie waren plötzlich da. Hakon geht zu Vognir, der mit dem Gesicht nach unten liegt. Der zukünftige Wahlkönig rührt sich nicht mehr. Eine Blutlache breitet sich aus. Vognir ist tot. Oh. Den weiten Weg, den wir hier unterwegs gemacht haben. So, die zeigen uns nochmal die Karte. Ich gehe davon aus, dass sie zeigen wollen, von wo. Ah. Okay. Jetzt fängt eine neue Story an. Das heißt, ihr müsst jetzt parallel zwei Stories folgen. Weil die werden wie in manchen Filmen und Co. Wieder zusammenführen. Das ist aber ganz cool. Ich mag die Charaktere tatsächlich besonders. Also ich finde generell, die Story ist richtig, richtig gut ausgereift. Jemand hat sich viel Gedanken darüber gemacht. So, wir können, wie gesagt, am Anfang der Schlacht unsere Charaktere nochmal auf bereit stellen. Wir können die umpositionieren und so weiter und so fort. Wir drücken immer mal auf bereit. So, klicke auf das Porträt einer Einheit, wenn du Informationen über ihre Fähigkeiten ansehen willst. So, wir können hier zum Beispiel leichter Schritt, beweg dich durch Verbündete hindurch und Beutemarkierung. Ich möchte gerade, ich wollte gerade sagen, meine Karte bewegen. So, ab 3 Rüstungspunkten bei Wütern erleiden benachbarte Wüter 1 Punkt Rüstungsschaden. So, zittern. Der Geißler setzt seine Waffe ein, um einen Verbündeten herzurufen. Das wird ein bisschen nervig. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Range mein Dude hatte beim Angreifen. Ah, tatsächlich sehr, sehr viel. Die orangefarbenen Vierecke zeigen die Reichweite des Angriffs der Einheit ein. Schützen wie Rook und Ellet haben eine viel größere Reichweite in Nahkampfeinheiten. Und genau das finde ich an den Schützen halt sehr, sehr cool. Die sind generell sehr, sehr strong. Wir können uns mal bewegen in seine Richtung. Denke, es sollte bis hierhin reichen. Und wenn wir dann jetzt. Ah, Beutemarkierung ist nun direkt daneben. Okay. Wir kommen nicht mal an den Rand mit dem Schuss. Ah, das ist sad. Der kann aber auch nicht bis zu uns ran. Also ist alles in Ordnung. Gut, der kann jetzt den Zug beenden. Dann läuft der Wüter erstmal in Richtung zu uns. So. Ach ja, genau. Das blinkt ja auch, das Feld, sobald wir bis dahin schießen können. So, diese Einfädelung bewirkt, alle Einheiten zwischen Schützen und Ziel werden getroffen. Es wird zusätzliche Rüstungsschaden bewirkt. Das wollen wir aber nicht machen. Dann einfach nur die Rüstung vom Wüter so schnell wie möglich runterbekommen. Wie gesagt, die sind ein bisschen stärker. So, was wir jetzt machen können, ist nämlich das, was wir vorhin vielleicht schon vorhatten. Und zwar die Beutemarkierung. Alle Verbündeten in Reichweite greifen automatisch das markierte Ziel an. Wie ihr sehen könnt, wir markieren jetzt ihn als Beute, machen den dadurch Rüstungsschaden und unsere schießt dann mit einem Shot da drauf und macht zusätzlich Damage. Und der Vorteil an diesen Rüstungsmarkierungen ist, dass wir direkt mit unserem Charakter nochmal zusätzlich was machen können. Warum die jetzt hier nochmal leuchtet, das war glaube ich wegen ihrer passiven oder ähnliche, dass die nochmal zusätzlich Damage macht, dieses Grüne hier. Ich weiß gar nicht mehr, weswegen das genau war. Ich meine, das war deswegen. So, wir machen aber nochmal die 3 Damage, damit der nächste Runde meinem Rook hieß der, glaube ich, weniger Schaden macht. Rook, Rook, Rook. Ich meine, er hieß so. Ja, Rook. Okay, Rook hat jetzt gar keine Rüstung mehr, aber der kann den Wüter selber erledigen. So, Sieg. Die Feinde sind tot. Yay. Wir haben es schon wieder geschafft. Wir kriegen 3 Ansehen dazu. War das ein Wüter? Alet sieht ruhig aus, aber du weißt, dass ihr das Herz bis zum Hals schlägt. Genau. Lass sehen. Bist du verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Als der Wüter angegriffen und der Jox gescheut hat, sind die meisten Vorräte vom Wagen gefallen. Du siehst weitere dunkle Gestalten zwischen den Bäumen, als du in ihre Richtung blickst. Das ganze Essen. Mehr werden wir vor dem Winter nicht bekommen. Ob wir. Was sollen wir machen? Nicht weglaufen. Lass mich nachdenken. So, wenn wir uns beeilen, können wir sie einsammeln, bevor die Wüter auftauchen. Meinst du, dass du mit noch mehr fertig wirst? Eigentlich müssen wir auch ihre Mentalität im Auge behalten, weil es sie ja relativ stark mitnehmen kann. Ich sag mal, wenn wir uns beeilen, können wir sie einsammeln, bevor die Wüter auftauchen.
müssen wir halt überlegen. Also wenn wir noch einen Kampf vom Wüter kommen, wäre das nicht so gut. Wir sollten eigentlich die Vorräte vergessen und zurück nach Skok gehen. Gut, was machen sie hier eigentlich? Keine Ahnung, aber wir müssen sofort alle warnen. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, dass wir auch alle warnen können. So, Vorräte, wie immer, habe ich euch ja erklärt gehabt. Wir haben hier vorne 3 Vorräte nur noch für den Tag und wir haben eine relativ kleine Moral. Hier vorne, wir brauchen aber nicht sehr, sehr lange, um anzukommen. Unsere Moral ist gefallen, wir sind aktuell bei einer durchschnittlichen Moral und wir sollten gleich da sein. Ich finde es halt sehr, sehr cool, dass das halt so eine kleine Animation gibt, abhängig davon, wie viele Leute wir haben. Finde ich sehr, sehr cool. So, und jetzt sind wir auch schon in der City angekommen. Und ich mag auch generell diese ganze Atmosphäre in dem Spiel. Ihr müsst euch vorstellen... Sorry. Ich finde, die Atmosphäre zieht einen sehr in den Bann in dem Spiel. Und keine Ahnung, wie das Spiel das macht, aber ich finde es sehr, sehr gut. Und das wird in den nachfolgenden Teil sogar noch wesentlich besser. Also in Teil 2 könnt ihr damit rechnen, dass die Atmosphäre noch wesentlich stärker wird, wesentlich besser wird. Das ist halt irgendwie das Coole an dem Spiel. Ivor! Der riesige Wal überragt die Männer auf dem Übungsgelände. Er blinzelt, als du dich näherst. Schon wieder da, Jagdmeister? Ich hatte dich morgen erwartet. Wüter, überall. Wüter? Wie sind die durch Grauhorn gekommen? Sie müssen durch das Fort gebrochen sein. Die Kämpfer in der Nähe haben ihre Übung unterbrochen. Sie sammeln sich um euch. Verdammt, sie werden bald hier sein, jeden Moment. Ihr hört Schreie. Leute aus der Umgebung rennen auf die große Halle zu. Ivor wendet sich an einen der Älteren aus seiner Kämpfergruppe. Egil, bringt Alette in die große Halle und sagt dem Oberhaupt, was passiert. Die anderen sammeln so viele Leute, wie sie können. Komm, Alette. Nein, halt. Ich will helfen. Geh mit Egil. Ich glaube, wir sollten sagen, geh mit Egil. Dass die, für den Fall, dass Egil gleich kämpft, dass wir da 2 haben. Alette sieht so aus, als wollte sie protestieren, aber sie schaut nur grimmig und läuft Richtung Sicherheit. Götter, Rook, sag denen bloß nicht, ich wüsste, was ich tue. Ich weiß, es ist absurd, aber sie haben es geglaubt. Was ist der Plan? Einfach alle Wüter zurückhalten. Einfach alle Wüter zurückhalten, die wir sehen, bis alle drin sind. Dann überlegen wir neu. Weitere Schreie aus Häusern auf nahen Hügel ziehen deine Aufmerksamkeit auf sich. Das heißt, die sind schon relativ nah, die ganzen Wüter, und das wird nur chaotischer. So, wir können hier vorne nur zu den Hauses gehen und das werden wir auch machen. Das sind ja die auf dem Hügel. Und schon sammeln sich zahlreiche Wüter. Die Angst droht, zur Panik zu werden. Wie lange müssen wir das durchhalten, fragst du Ivor. Der schüttelt den Kopf. Er weiß es auch nicht. Das ist kein gutes Zeichen. So, Zugreihenfolge bewegen sich von links nach rechts in der Reihenfolge, in der du sie platziert. Diese Initiativreihenfolge ist sehr wichtig, wenn du Strategien ausarbeitest. Setz beispielsweise Schützen nach Nahkampfeinheiten ein, damit sie hinter ihnen geschützt sind. So, das ist ja, wie gesagt, die Zugreihenfolge. Wir haben hier sogar einen Gegenstand, Alettes Armband, liebevoll von einer Jägerfrau gefertigt, um ihren Tochter vor Schaden zu bewahren. So, wir können das Band einfach mal... Moment mal. Was gibt das denn dazu? Ein Rüstung, ein Stärke und ein Willenskraft. Ich glaube, das macht bei Rook halbwegs Sinn. Wir wollen zuerst Ivor ziehen lassen und danach Rook, damit Ivor sich halt vorne platzieren kann. So. Da sind wir schon relativ stark in der Unterzahl. Also, wir haben hier vorne einen, der hat 16, 11. 18, 18, 18. Okay, diese 10er Leute sind relativ einfach Platz zu bekommen, aber der 16, 11er wird relativ stark sein, weil mit den 12 können wir ruhig die hier angreifen. Das ist gar kein Ding. Und auch mit den 11, dadurch, dass wir uns jetzt noch Punkte gegeben haben. Aber es wird trotzdem schwierig. Ich würde vorschlagen... Wir machen uns ein bisschen mehr hier in der Ecke breit. Und definitiv hier. So, also für ihn wird es keinen Unterschied machen, wie wir uns gerade positioniert haben. 4, 4, 4. Ja, wir machen 2 Damage. Oder wir machen sogar mit Willensstärke, damit wir ein bisschen schneller mit denen fertig werden. Je schneller wir mit den anderen fertig werden, umso weniger
Damage bekommen wir pro Runde rein. So, das Umstellen hat gar nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Wir machen aber erstmal den Kleinen hier fertig. Und danach müssen wir uns direkt konzentrieren, den Großen fertig zu machen, würde ich vorschlagen. Die Kleinen werden uns nicht so viel antun. Ja, wir killen, glaube ich... Killen wir den Kleinen? Greifen wir schon den Großen an? Wir können den Großen angreifen, aber dadurch würden wir an Willenskraft und alles verlieren. Der Große kann sich aber nicht weit bewegen, wenn wir hier vorne hingehen. Können wir sogar den hier besiegen, ohne dass der Große uns nächste Runde angreifen kann, so wie es ausschaut. Können wir gleich nochmal schauen. So. Der Große kommt da gar nicht hin. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir können hier vorne nochmal mit einem Angriff 3 Damage drücken. Machen wir auch mal. Und Schuss! So. Der sollte so schnell wie möglich fallen. Ich hätte mich, glaube ich, gerade auch nicht bewegen sollen, ich Idiot. Weil jetzt kommt er an mich ran. Sehr, sehr dumm von mir. Habe ich gerade nicht mitgedacht. So, wir besiegen den, wo wir 3 Damage machen. Zu 100%. Kriegen zusätzliches Ansehen. Und wir können Rook befördern. Ivar, mach mal so schnell es geht die Rüstung runter. Weil sonst wird das sehr, sehr... Oh. Oh. Da müssen wir so schnell wie möglich weg von. Nicht, dass wir nächste Runde auch noch von den anderen angegriffen werden. So, weg mit der Rüstung. So, ja, die kommen nicht so schnell ran. Perfekt. Wir haben nicht mal großartig Damage bekommen. So, unsere Fähigkeit war in dem Fall ein Rambock. Das Ziel wird mehrere Felder weit zurückgestoßen. Genau. Das war das, was ich letztes Mal verwechselt hatte in der letzten Folge. Nicht das ganz, was ich meinte. Ah, der wird mich jetzt dauerhaft verfolgen. Das wird nicht so cool sein. Das wird nicht so cool sein. Wo kommt der denn überall hin? Der kommt bis zu dem Feld sogar. Was ist das denn? Als wenn wir uns schnell bewegen. Eigentlich macht es sogar mehr Sinn, uns Richtung hier zu bewegen. Damit wir mit dem Rambock den hier nochmal zurückstoßen können. Aber wir sind hier schon relativ stark eingekesselt gerade. Gar nicht so cool. 2 Damage. Und yo. So, das macht hier gerade gar nichts. So, 5 Schaden. 5 Schaden könnten wir sogar drücken. Dadurch, dass wir 5 Schaden drücken, macht er ja auch weniger. Ich glaube, das mache ich auch. Also ich habe ja auch für den Rambock gerade die ganze Energie, restliche Energie verschwendet. Ja, das passt. Das sieht sogar gut aus. Eigentlich, wir können den sogar killen. Wir können ja Beutemarkierung machen. Wenn wir gerade 5 Schaden gemacht haben, machen wir natürlich ein bisschen mehr. Sehr schön. Gleiches könnten wir eigentlich auch hier machen mit der Beutemarkierung. Ich glaube, wir machen erstmal normalen Damage, danach Beutemarkierung nochmal. Ups. Hallo? Die Beutemarkierung. Let's go. Das passt auch. Danach ist meiner wieder ein Zug. Und perfekt. Okay, das hat doch geklappt. Puh. Nicht mal einer von unseren Leuten gefallen. Was sehr, sehr cool ist. So, Rook ist bereit für Beförderung. Und Ivar ebenfalls. Und das ist tatsächlich einer der Main-Teams, die ich sehr, sehr gerne mag. Also ich mag Rook als Kämpfer. So, Kämpfe können gnadenlos sein. Zögere nicht, die Schwierigkeit zu ändern. Das können wir auch machen. Rest des Textes brauche ich nicht vorlesen, weil es halt einfach nur erklärt, ja, ja, die Schwierigkeit ist nicht so schlimm, dass du es änderst. So, an der Waldgrenze formiert sich eine schwarze Horde. Genug davon, sagt Ivar mit einem Blick über die Schulter. Wir gehen zurück, Rook. Ich überprüfe ein letztes Mal die Häuser hier. Sieh du nach, ob wer zu finden ist. Verstanden. Ihr habt Glück, dass ihr auf dem Rückweg nicht von den Wütern bemerkt werdet. Ihr seht, wie sie in den Häusern stöbern und die Gebäude auseinandernehmen. Wenn ihr nach weiteren Überlebenden sucht, nimmst du dir vor, dass ihr es schnell tut. So, wir gehen erstmal zu Heroes, weil ich dringend meine Leute irgendwie noch aufleveln möchte. Zuallererst ihn, Ivar. Let's go. So, wir haben jetzt 2 Punkte verfügbar für Ivar. Ich würde den... Er ist ja ein relativ großer Schildkämpfer. Ich würde ihn auch zum Schildkämpfer weiter mutieren lassen, damit Rook halt im Hintergrund weiter was machen kann. Und Rook würden wir auch einmal befördern.
Und ihn würde ich mehr Damage geben. Wir müssen überlegen, ob wir sowas noch machen oder halt das mit den Rüstungen, also die Zerstörung, Anzahl direkter Schadenspunkte, die du an gegnerische Rüstung. Ich glaube, wir gehen sogar auch noch für Rüstung, damit wir das auch schneller platt bekommen. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Okay. Gut, fahren wir mal hier vorne beim Market nochmal vorbei. Der Market, das ist jetzt was Interessantes. Der Market sagt mehr oder weniger, wie viel Vorräte wir verfügbar haben, wie viel wir für einen Ansehenspunkt bekommen, weil wir müssen jetzt darauf achten, dass wir immer Vorräte kaufen mit unseren Ansehen. Ach so, genau, es gibt 45 Vorräte verfügbar und wir haben noch zwei, so war das, und wir können damit 2 Tage maximal versorgen. Da wir jetzt aber nicht wissen, wie lang der Weg ist, würde es Sinn machen, definitiv nochmal unsere Vorräte abzugraden. Hier vorne gibt es dann Items, wie ihr sehen könnt. Die Steinglocke ist relativ strong, die gibt 3 Rüstungen bei Rast. Stärke zusätzlich, aggressiv. Willenspunkte bei Rast. 20 Ausweichstärke oder was auch immer das sein soll. Das wollen wir aber alles nicht nutzen. Definitiv wichtig ist, dass wir ein bisschen Vorräte holen. Wir kriegen sogar für einen Ansehenspunkt, wie gesagt, diese 3 Vorräte. Die holen wir uns auch mal. Sodass wir für 11 Tage, 14 Tage, ich glaube, das macht Sinn. Ja. So sollte das reichen. Reden wir hier vorne nochmal. Hast du jemand gefunden? Ein paar, ich habe sie reingeschickt. Götter, das ist übel. Ich bin aus der Übung, Rook. Hör zu, solange wir uns kennen, hast du immer vermieden, über Wüter zu sprechen. Jetzt wäre es aber höchste Zeit dazu. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass sie selten rasten. Je eher wir aufbrechen, desto besser. Sie folgen uns, bis wir über müde Frauen und Kinder stolpern. Dann greifen sie an. Und sie werden immer noch mehr werden, auch wenn wir schon tot sind und sie über unsere Leichen trampeln. Sie sind unerschöpflich viele. Wie hat denn dann irgendwer die großen Kriege überlebt? Fragt die Magier. Ich war nicht dabei. Aber ich weiß, dass du tapfer gekämpft hast. Ja, ich habe für meinen Lebtag genug Schlacken getötet. Darum rettest du uns jetzt. Das kannst du mir nicht vorwerfen. Komm, wir gehen rein. So, ab in die Stadthalle. Rook, den Göttern sei Dank, dass du es geschafft hast. In der großen Halle voller panischer Familien herrscht Randau. Wir können noch nicht aufatmen. Habe ich auch nicht. Was zum Abgrund ist denn hier los? Sind Wüter unterwegs und plündern Häuser? Die Frau des Oberhaupts sieht dich und schiebt sich durch die Menge. Sie müssen doch wissen, dass wir hier sind. Warum greifen sie nicht an? Weiß ich nicht. Das kann sich ja noch ändern. Ich habe ein paar Entscheidungen getroffen, aber sagt mir, was würdet ihr beide an meiner Stelle tun? Ich wäre schon weg. Die stehen schon vor den Türen. So einfach ist das nicht. Ist das nicht, Rook? Ich würde Ivar da tatsächlich vertrauen, der ist ein bisschen älter als die Menschen. Ich sage, ich vertraue Ivar da. Das Oberhaupt seufzt tief auf und lässt die Schultern hängen. Der Mann wirkt um Jahre gealtert. Ich dachte, wir kämpfen und retten die Stadt. Aber Unsinn. Ivar hat natürlich recht. Wir könnten nicht einfach warten, bis wir gemetzelt werden. Wo gehen wir hin, wenn die Wüter aus dem Norden kommen? Frostwell im Westen. Das ist nah und befestigt. Ich beabsichtige, Skog auf einen Schlag zu verlassen und alle mitzunehmen. Das würde ich nicht tun. Wenn sie uns verfolgen, sind wir erledigt. Was schlägst du vor? Ich sorge für eine Ablenkung und ihr geht. Ich hole euch dann auf der Straße nach Frostwell ein. Das klingt selbstmörderisch, Ivar. Ich könnte ihm bei der Ablenkung helfen, weil ich denke, wenn ich den alleine lasse, wird er wahrscheinlich sterben oder so. Was, wenn wir Skog hinter uns anzünden? Das würde ich vorschlagen. Ich glaube, die Wüter hatten Angst vor Feuer. Das möchte ich nicht tun. Wir werden eines Tages zurückkehren, ob ich das noch erlebe oder nicht. Ich frage mal, lassen wir das Lagerhaus gefüllt zurück? Das muss ich nur ganz kurz fragen. Wenn wir müssen, wir lassen alles zurück aus den Vorräten, die du mitgebracht hast. Andererseits hat Frostwell mindestens eine Woche lang weg. Ich weiß nicht, ob wir so viel Nahrung haben. Knapp wird es auf jeden Fall. Wenn wir mit schweren Wagen unterwegs sind, können wir die Wüter nicht abhängen. Und wenn wir nichts zu essen mehr haben, ehe wir Frostwell erreichen, ist es egal, wie viele kommen. Ich sage immer noch, überlass die Wüter mir. Ich sage, Ivar weiß üblicherweise, wovon er spricht. Ich gehe mit ihm, ich helfe ihm mal, damit er nicht stirbt. Das Oberhaupt überlegt einen langen Moment. Ich habe dich um Rat gefragt, um ihn zu ignorieren. Versprecht, dass ihr euer Leben nicht einfach wegwerft. Das habe ich nicht vor. Ivar? Nein. Dann gehe ich mit dir. Odlife.
Das überrascht dich. Das Oberhaupt streift sich übers Kind, diskutiert aber nicht. Angesichts der Ausbildung, die sie Alette gegeben hat, zweifelst du nicht daran, dass sie mit einem Bogen umgehen kann. Gut, ich gebe den Einwohnern Bescheid. Leg los, Ivar. Wir gehen, wenn ihr soweit seid. So, Leute. Ich will, dass Gil mit uns kommt, stellt Ivar fest. Wenn etwas schief geht, muss er das Oberhaupt informieren. Ivar geht ihn suchen. Alette kommt zu dir. Ich weiß, was ihr vorhabt. Ihr müsst mich mitnehmen. Bitte sie. Lasst mich nicht hier. Bitte, ich bin auch brav. Bittet sie. Gut, Alette, aber versprich, dass du zuhörst. Ich sag das hier. Ich verspreche es, sagt sie. Bald stößt Ivar zu euch. Gehen wir. Denkt daran, wir wollten nicht gegen sie kämpfen. Wir wollen nur ihre Aufmerksamkeit erregen. Ihr betretet den Marktplatz der Stadt, der schon voller Wüter ist. Ivar schlägt auf sein Schild ein paar, und brüllt paar Beleidigungen. Töten wir ein paar, ruft er. Der Rest kommt uns nach. Du stehlst dich für einen harten Kampf. So, Leute, dann würde ich sagen, den Kampf bestreiten wir in der nächsten Folge. Haut rein und bis demnächst. Ciao!